Zu diesem Thema begrüße ich Sie recht herzlich, Strategiebesprechung Signale im S-Broker Trading Desk. Und das ist eine Reihe von Webinaren, die wir Ihnen hier anbieten, die eben darauf abzielt, was es für Signale im Trading Desk gibt, allen voran natürlich im Trader Wingman, den wir gleich sehen werden und die dann eben auch erklärt in diesen Webinaren jeweils knapp in einer halben Stunde und damit man das Ganze eben auch nochmal sehr gut nachverfolgen kann. Wir werden das Ganze auf unsere YouTube-Seite stellen, damit Sie dort dann das Ganze auch noch permanent abrufen können. Ja, gehen wir einfach mal vor. Heute im Webinar natürlich ganz kurz, wo finde ich die Signale denn überhaupt? Das dürften die meisten von Ihnen natürlich gefunden haben, denn es ist direkt auf der Startseite im Trading Desk, der Trader Wingman beispielsweise, und daher keine große Wissenschaft dabei. Dann zweitens, was gibt es überhaupt für Signale? Die Arten von Signalen, die dort auftreten, da kann man eigentlich in drei Kategorien unterscheiden, die wir gleich sehen werden, und der heutige Fokus, worauf wir uns heute konzentrieren werden. Und da wir von Signalen sprechen, die da auftreten, hier der kurze Hinweis, der kurze Disclaimer, dass das alles auch im Trading Desk nur der Information dient, kein Angebot zum Kauf oder Verkauf darstellt und auch keine Beratung ersetzt. Es ist eben ganz wichtig, dass Sie sich dann nochmal selbst davon ein Bild machen und selbst zu der Entscheidung kommen, denn so Signale für sich allein genommen, blind zu folgen, sollte natürlich nicht passieren, sondern Sie sollten auch noch auf die Struktur des Charts schauen und was denn da auch gerade passiert und ob es dann überhaupt sinnvoll ist, einem solchen Signal möglicherweise zu folgen. Ja, wo finde ich die Signale im Trading Desk? Wie besprochen, allen voran hier ein kurzer Screenshot dazu. Wir gehen natürlich gleich live in den Trading Desk rein. Hier der Trader Wingman, den Sie sehen. Dort wird es eine Bandbreite von Signalen geben, unterschiedlichster Signale, die dort angezeigt werden, ganz einfache Signale, aber auch ganz spezielle Signale, sowohl für die Long-Seite als auch für die Short-Seite. Und die finden Sie dann einfach hier, diesen Wingman können Sie konfigurieren. Dazu gibt es ja auch ein Video-Tutorial, wie man das Ganze machen kann. Und das ist also hier das Hauptaugenmerk. Dann gibt es noch ein paar Signale, die Sie über die Scan-Funktion nutzen können, wenn Sie eine Kursliste aufmachen, wenn Sie dort mit einem Rechtsklick draufklicken und unter Scans und Signale etwas finden. Da gibt es dann zum Beispiel auch was. Aber der Fokus heute ist ganz klar auf dem Wingman und die anderen Signale, die werden wir sicherlich in einem der anderen Webinare in dieser Reihe vorstellen. Ja, und damit schauen wir uns einfach mal an, was gibt es denn überhaupt für Signale? Es gibt drei Kategorien, so kann man die eigentlich unterteilen. Einfache Signale habe ich das Ganze mal genannt. Dann gibt es eigentlich Signale der technischen Analyse oder auch Breakouts. Und zum dritten Strategiesignale. Bei den einfachen Signalen muss man aufpassen und um die werden wir uns heute erstmal kümmern. Das sind in der Regel eigentlich einzige Informationen. Also da ist es unbedingt wichtig, dass man nochmal auf den Chart schaut, ob so eine einzelne Information überhaupt ausreicht, um eine Entscheidung zu treffen. Und daher eben auch hier der Hinweis, nicht blind folgen, sondern erstmal nur als Information interpretieren und dann schauen, ob diese Information aktuell auch etwas nützt. Bei den Signalen der technischen Analyse, die haben wir sicherlich auch jetzt gleich in den einfachen Signalen mit dabei, aber gerade bei den Breakouts sieht es schon wieder etwas anders aus. Da haben wir eben sicherlich Breakouts, die aus einer langen Reihe zum Beispiel von einer Konsolidierungsformation entstanden sind, wenn wir sowas wie bullische Flaggen haben, Dreiecke, wenn wir einfach eine Trading Range ausgebildet haben über mehrere Tage, Wochen oder Monate und dann kommt der Breakout. Dann hat man sicherlich hier schon ein ganz gutes Potenzial vor Augen sicherlich. Und dann eben die Strategiesignale. Das sind Signale oder es sind Strategien, muss man eigentlich sagen, die aufgesetzt wurden von Profitradern. Von Profitradern allen voran aus den USA, die
in der Vergangenheit und auch heute noch extrem viel Geld damit verdient haben, solche Signale dann auch eben umzusetzen und die, die aber auch zu interpretieren wussten. Da ist es natürlich ganz wichtig, was sagt das Signal natürlich aus und macht es von der aktuellen Marktverfassung wirklich Sinn, diesem Signal zu folgen. Da muss man dann immer wieder individuell entscheiden. Das ist eben ganz wichtig. Das Ganze haben wir hier zum Beispiel nochmal zusammengefasst, diese drei Kategorien, die einfachen Signale, beispielsweise neues 52-Wochen hoch. Klar, das kann auch ein Breakout-Signal sein, ganz klar. Aber wenn wir natürlich 52-Wochen-Hochs immer tageweise nacheinander haben in der gleichen Aktie, dann ist es eher wieder ein einfaches Signal. Also Sie sehen hier auch die Unterteilung ist hier nicht komplett fest, sondern das schwimmt natürlich auch oder verschwimmt, besser gesagt. Gleitende Durchschnitte, die 200-Tageslinie haben wir dabei. Wir haben Candlestick-Signale, beispielsweise den MACD, Kurslücken und noch das eine oder andere. Was meine ich mit technischen Signalen oder technischer Analyse und Breakout-Signale? Da Unterstützung und Widerstand, was wir haben, zum Beispiel horizontale Linien, wo der Kurs mehrfach abgeprallt ist und wir dann entsprechend nach oben oder unten laufen können, wenn der Durchbruch passiert. Dreiecke, Keile, Flaggen, Tasse mit Henkelformationen, also Cup with Handle auf Englisch genannt und auch solche Breakouts, Flat Base Breakouts, langfristige oder auch kurzfristige, die es da gibt. Bei den Strategiesignalen habe ich ganz oben mal die Davas-Box hingeschrieben. Nicolas Davas war zum Beispiel ein Trader, der ja schon eigentlich eine sehr lange Zeit ist das her, dass er getradet hat. Das war so um 1950, 1960 rum und die folgenden Jahre auch. Er war eigentlich ursprünglich Tänzer und hat dann nebenbei immer versucht zu traden, am Anfang überhaupt nicht profitabel, hat dann auch immer wieder auf Empfehlungen gehandelt und hat dann gemerkt, das funktioniert so gar nicht und hat dann sich mal Gedanken gemacht, was kann denn überhaupt funktionieren? Und hat er seine Davas-Boxen kreiert und dann eben auch häufig gehandelt, wenn so eine Box nach oben verlassen wurde. Das ist eine Long-Strategie, die er da gefahren hat. Er hat nur Long-Signale da befolgt und entsprechend dort auch mehrere Millionen verdient, beispielsweise. Momentum-Signale, Hyperboles, gerade in Verbindung mit Bollinger-Bändern beispielsweise. Mark Riverland war ein Trader, der auch Signale generiert hat. Oder auch Jeff Cooper mit seinen Gilligan's Islands beispielsweise oder Expansion Breakouts, 1, 2, 3, 4er. Oder auch zum Beispiel noch das ein oder andere Expansion Pivots zum Beispiel. Und damit schauen wir uns heute diese einfachen Signale an. Wir fangen einfach mal an mit so einem 52 Wochen hoch bzw. tief. Der Fokus liegt ganz klar auf den 52 Wochen hoch, weil das dann doch noch eine bessere Information darstellt als ein 52 Wochen tief. Natürlich ganz einfach. Aktien, die im Laufe des Handelstages den höchsten Kurs der letzten 52 Wochen erreicht haben, lösen das Signal aus. Es ist ein wichtiges Signal. Also gerade in den Märkten, die wir jetzt gerade vor uns haben, wo der DAX etwas schwach war, gerade am Anfang des Jahres, auch jetzt in den letzten Handelstagen wieder schwach war, ist das ein wichtiges Signal, denn es zeigt einfach sehr starke Aktien an, die dem Gesamtmarkt dann irgendwo auch trotzen, auch vorlaufen in den Zeiten wie diesen. Und das ist insofern super wichtig, weil es uns eigentlich immer wieder Kursvervielfacher anschaut. Denn diese Aktien, die sich dann mal verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen oder wie auch immer, die sind natürlich irgendwo immer in so einer Liste drin. Die sind immer mit dabei bei den 52 Wochenhochs, die ausgebildet haben, weil sie einfach ständig neue machen. Und daher ist es einfach auch super wichtig, um dann solchen Aktien folgen zu können. Das schauen wir uns ganz kurz an. Da gibt es sicherlich keinen großen Interpretationsspielraum dabei bei diesen 52
Wochenhochs und da habe ich einfach mal eine Konfiguration vorbereitet hier, wo dann eben nur diese einfachen Signale mit drin sind und wir sehen, dass dann auch heute wieder, trotz dem schwachen Markt, wir haben irgendwo geschlossen bei 9.500 knapp drüber und trotzdem haben wir wieder Aktien gesehen, die am heutigen Tag ein 52-Wochen-Hoch gemacht haben. Wenn Sie sich nur ein bestimmtes Signal anzeigen lassen wollen, klicken Sie zum Beispiel einfach auf den Signalnamen, neues 52-Wochen-Hoch, und dann wird Ihnen das nur angezeigt. Und da sehen wir 7.4., da gibt es wieder einige, die hier so ein 52-Wochen-Hoch gemacht haben und allen voran auch wieder genau das, was ich gestern auch gesagt habe, Immobilienaktien, die hier deutlich herausstechen, Deutsche Wohnen, LEG Immobilien, Helmer Eigenheimbau, die dort ein Signal ausgebildet haben. Und hier sehen wir das ganz gut. Wenn Sie draufklicken, haben wir hier das Signal parat und da ist dann eben der Ausbruch dann gewesen, beziehungsweise eben ein neues Hoch von dem bisherigen Allzeithoch. Wir sehen, wir haben jetzt 2 Tage mehr oder weniger konsolidiert, haben jetzt 2 Inside Days ausgebildet, dann sind wir nach oben ausgebrochen. Also das ist erstmal eine reine Information. Das heißt, Sie müssen da natürlich noch interpretieren, was dann da passiert. Wenn wir natürlich hier so eine Geschichte haben, wie hier, dass wir hier aus so einer mehrwöchigen Konsolidierung eigentlich ausbrechen nach oben hin, ist das Signal sicherlich wertiger als das, wenn wir hier entsprechend schon sehr weit nach oben gelaufen sind, eine sehr lange Bewegung schon hinter uns gehabt haben und dann kommt nochmal so ein Signal. Ja, das sind die 52 Wochen Hochs. Wie gesagt, sehr, sehr wichtig. Bei den 52 Wochen Tiefs kommt es dann natürlich darauf an, schauen wir gerade, ob wir hier heute eins gemacht haben. Ein ganz guter Kandidat ist dafür zum Beispiel die Deutsche Bank aktuell immer wieder. Und wenn man natürlich sowas macht, zeigt es auf der anderen Seite natürlich sehr starke Schwächephasen an. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich schauen, ob man überhaupt in beide Richtungen dort hantieren möchte. Und wie gesagt, sicherlich wichtiger das 52-Wochen-Hoch, weil da kann man eben dann auch mal solche Aktien finden, die 100, 200, 300% Performance machen, auch innerhalb von kürzester Zeit. Und bei einem 52-Wochen-Tief kann man eigentlich nur maximal 100% Performance machen, nämlich wenn der Kurs dann maximal auf Null geht, um das einfach mal so auszudrücken. Das zum 52-Wochen-Hoch. Und jetzt schauen wir uns das nächste an, nämlich den GD 200, also die 200-Tages-Linie. Was ist denn GD überhaupt? Wofür steht das? GD steht für gleitender Durchschnitt, auf Englisch SMA, Simple Moving Average. Und das ist einfach ein arithmetischer Durchschnitt, der eben über die Vergangenheit oder die vergangenen Kurse berechnet wird. Meistens oder eigentlich sind es die Schlusskurse, die dazu zu Rate gezogen werden. Und dann wird dann beispielsweise der Schlusskurs von vor 5 Tagen plus dem vor 4 Tagen plus dem vor 3 Tagen vorgestern plus dem von gestern und dem von heute, wenn wir schon einen Schlusskurs haben, wird das Ganze berechnet und dann eben durch die Anzahl der Schlusskurse, die wir haben, geteilt. Dann entsteht eben so eine Linie, die sich langsamer bewegt als der Kursverlauf selbst und das deutet dann immer wieder darauf hin, zum Beispiel als Trendfolger sind wir drüber. Dann sind wir in einem Aufwärtstrend, sind wir drunter, ist es ein Abwärtstrend, so eine kleinere Definition davon. Es gibt noch 2 andere Möglichkeiten, auf die wir jetzt nicht detailliert eingehen werden, dass es auch gewichtete gleitende Durchschnitte gibt. Da sind zum Beispiel die aktuelleren Kurse in der Berechnung höher gewichtet. Da sagt man dann zum Beispiel, wenn man dann 5 Kurse hat, dann wird der aktuellste Kurs mal 5 genommen, der Kurs des Vortages mal 4 und so weiter. Und dann gibt es den exponentiell geglätteten gleitenden Durchschnitt, wo wirklich auch alle Kurse mit dabei sind, alle historischen Kurse. Und das dann auch ähnlich berechnet wird wie beim gewichteten.
Und auch das schauen wir uns an. Schauen wir uns mal an, ob da heute was passiert ist. Und da sehen wir zumindest mal so ein Tracking-Signal. Aber auch hier ein GD200 Long, der heute aufgetreten ist, mehrfach hier gesehen. Schauen wir uns beispielsweise, ich pick einfach mal die Zoo Plus raus, ohne da jetzt gesehen zu haben, was dann passiert. Und dann sieht man eben auch das, was ich angesprochen habe. Das sind einfache Signale, nicht unbedingt, wenn jetzt so ein gleitender Durchschnitt durchbrochen wird, dass man da einfach Long oder Short geht, je nachdem von unten oder von oben. Und daher als Interpretation oder als Information sich das Ganze darzustellen, aber so ein einfaches Signal einfach nur so zu handeln, ist sicherlich nicht im Sinne dessen, was es hier sein soll. Das sieht man hier gerade, dieser 200-Tageslinie bei Zoo Plus wurde heute im Tagesverlauf von unten nach oben durchschritten, aber fungierte dann zumindest heute auch als Widerstand und der Kurs ist wieder nach unten gelaufen. Das ist eben eine sehr wichtige Linie, die 200-Tageslinie. Warum? Weil die eben von vielen institutionellen Marktteilnehmern beachtet wird. Das ist die meistbeachtetste Linie und das eben auch als einfacher gleitender Durchschnitt. Und von daher gibt uns diese sicherlich einen guten Hinweis, auch trotzdem, wenn die dann eben durchbrochen wird oder eben auch in dem Fall wie eben nicht. Kann man nämlich zum Beispiel auch sich das Ganze von der Warte betrachten. Häufig ist es so, dass ein waagerechter gleitender Durchschnitt, wie wir jetzt eigentlich aktuell den Fall haben, da läuft die 200-Tageslinie eigentlich komplett horizontal, dass das eigentlich mal als stärkerer Widerstand oder als stärkere Unterstützung fungiert, als wenn wir hier so eine steigende oder fallende 200-Tageslinie haben. Kommen wir zum nächsten Signal und das ist der MACD. Der MACD ist ein Indikator, den Sie sich in den Chart legen können und der Name heißt Moving Average Convergence Divergence. Wir haben ja vorhin schon die englische Bezeichnung vom gleitenden Durchschnitt gehört. MA oder in dem einfachen Fall SMA und da steht eben MA auch für Moving Average, das ist eben gleitender Durchschnitt und Convergence und Divergence sind eben auch solche zwei Dinge, die hier Interpretationen zulassen beim MACD für Dinge, dass sich vielleicht der Markt schon zu weit nach oben oder nach unten bewegt hat und dass vielleicht eine Gegenbewegung stattfindet. Wie ist der MACD aufgebaut? Das ist eben zum Verständnis sehr wichtig. Der MACD ist die Differenz aus zwei exponentiell gewichteten gleitenden Durchschnitten. Die Standardeinstellungen dafür sind 12 und 26 Tage. Das ist dann meistens die schnellere, oder nicht mal nur meistens, sondern es ist die schnellere Linie. In dem Fall ist es hier die rote Linie, die Sie hier in diesem Verlauf sehen. Und dann gibt es noch eine zweite Linie. Das ist, wie die Signalerzeugung dann eben funktioniert. Und da wird dann eben über diesen gleitenden Durchschnitt nochmal ein gewichteter gleitender Durchschnitt, ein exponentieller berechnet. Und das hat standardmäßig eine Einstellung von 9 Tagen. Dann haben wir solche zwei Linien, die dann auftreten. Und diese Signale, die dann da angezeigt werden im Trading Desk, sind, wenn sich die Linien schneiden. Also wenn hier der schnellere von oben nach unten kreuzt, haben wir eigentlich ein MACD-Short-Signal und andersrum ein MACD-Long-Signal. Was ist der MACD? Ein Trendfolgeindikator. Trendfolgeindikator haben die Eigenschaft, dass sie nicht am Anfang von einem Trend, bevor ein neuer Trend überhaupt entsteht, die Signale geben, sondern eigentlich erst, wenn er schon eine Weile läuft, in der Regel. Und von daher ist das Ganze auch als, ja, als Trendfolgeindikator zu betrachten, aber es wird sicherlich keinen neuen Trend einleiten, sondern der ist dann eigentlich schon recht
etabliert. Das ist die eine Möglichkeit, Signal als Signalgeber das Ganze zu nutzen, so wie es eben der Trader Wingman macht. Man kann den MACD aber auch als Momentum-Indikator benutzen. Und dazu nutzt man das Histogramm. Das auch nochmal kurz zur Einordnung, um den MACD vollständig zu erklären. Also die Balken, die Sie hier sehen, die sich nach unten oder nach oben abtragen. Je größer die Balken, desto höher das aktuelle Momentum, kann man zusammenfassend dazu sagen. Oder eben als Unterstützung zur Untersuchung von Divergenzen. Wenn wir einen Kursverlauf haben, der sehr stark nach oben gelaufen ist oder nach unten gelaufen ist und das Ganze aber nicht mehr vom MACD unterstützt wird, so wie wir es hier gesehen haben in dem Chart Ende November und auch Anfang Dezember. Hier haben wir im Kurs ein Hoch gesehen und dann nochmal hier ganz am Ende November bzw. am 1.12. auch ein höheres Hoch. Beim MACD, wenn man sich da die beiden Linien zum Beispiel anschaut, haben wir hier ein Hoch gehabt, aber kein höheres Hoch, so wie es im Kursverlauf da war. Das wird als Divergenz dargestellt und dann ist die Wahrscheinlichkeit zumindest nicht komplett niedrig, dass es sich drehen kann. Nur da dann eben auch der Hinweis, Divergenzen können auch noch mehrfach entstehen. Das heißt, hier könnte sich zum Beispiel auch noch ein höheres Hoch ausbilden und hier gibt es nochmal ein tieferes Hoch im MACD, ohne dass wir jetzt hier schon einen signifikanten Turnaround gesehen haben. Von daher auch dort Informationen und das dann am besten noch mit anderen Signalen kombinieren. Auch hier blicken wir auf unseren Trading Desk und auf den MACD, der hier dargestellt wird. Hier haben wir zum Beispiel heute Signale gehabt, einmal bei der OHBSE. Da sehen wir einen MACD und da gab es dann eben heute ein Signal. Wenn wir hier reinzoomen, dann sehen wir das hier heute. Und das heißt eben MACD Long, dass wir heute eben ein Signal hatten, dass es nach oben gelaufen ist. Und in dem Falle ist es so, dass wir ein MACD Long Signal am gestrigen Tag hatten und dass das Signal dann getriggert wird, wenn das vorherige Hoch, an dem eben der Schnittpunkt stattgefunden hat, überschritten wurde. Dann wird so ein Signal hier ausgelöst. Also wird hier nochmal auf eine Bestätigung gewartet, dass das Ganze durchaus qualitativ nochmal besser macht. Und von daher nicht nur das Einfachste, einfach nur, wenn sich die beiden schneiden, sondern eben auch noch dazu eine Mehrwertkomponente dabei, wenn dann eben auch das Hoch vom Vortag überschritten wird. Auf der anderen Seite, so ein MACD Short, haben wir heute sehr häufig gesehen, wenn Sie sich mal die Liste anschauen, bei einigen Aktiengesellschaften und auch dort dann eben entsprechend das ein oder andere Signal, das dann aufgetreten ist. Sie können sich diese ganzen Signale einmal so anzeigen lassen, genau dann, wenn sie auftreten. Und dann gibt es immer noch so ein Tracking. Tracking heißt, dass dann eben so ein Signal, was aufgetreten ist, wie hier bei der Kion beispielsweise, dass dann nochmal nachverfolgt wird, kurze Zeit später, um zu sehen, was hat denn der Kursverlauf, seitdem das Signal aufgetreten ist, gemacht. Und hier sehen wir, wenn ich jetzt mal kurz runter scrolle, dürfte bei der Kion das Signal nicht heute erfolgt sein, sondern schon gestern. Und
Hier sieht man dann, der Kurs ist heute noch mal ein bisschen weiter runtergelaufen. Was gibt es noch für Signale? Up-Gaps und Down-Gaps. Was ist damit gemeint? Das sind Kurslücken, die auftreten zwischen dem Schlusskurs von gestern und dem Eröffnungskurs von heute. Also haben wir hier eine Gap gesehen. Das heißt, wir hatten einen gestrigen Schlusskurs. In dem Falle schauen wir einfach mal kurz drauf. Close steht hier bei 21,64 und das Opening heute war bei 21,89. Also hier ein 25 Cent Upgap, womit wir eröffnet haben und das wurde dann eben auch hier angezeigt. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Downgaps, wie bei der Osram Licht heute gesehen. Und das ist eben genau umgekehrt. Da ist eben der Eröffnungskurs von heute niedriger als der von gestern. Wenn das natürlich so auftritt in so einer bestehenden Trading Range, hat das nicht die größte Aussagekraft. Auf der anderen Seite, wenn wir dann so einen Down Gap haben und man durchbricht dann mal so eine Range, wenn wir hier zum Beispiel dann ja, ganz einfach mal diese Range hier gehabt haben mit dem Tief hier bei 43,05. Und wenn wir dann mit so einer Gap darunter eröffnet hätten, dann hat das eine höhere Aussagekraft als das, wenn das sich innerhalb von einer Sideways Range bewegt. Das wird als in Englisch als Common Gap bezeichnet, also einfach als gewöhnliche Kurslücke. Es gibt Breakaway Gaps, das wäre eben dieser Fall hier, wenn damit Widerstand oder eine Unterstützung durchbrochen wird, egal ob es horizontal ist oder beispielsweise Trendlinien sind, dann wird das als Breakaway Gap beispielsweise bezeichnet. Also heute, das bei der Osram sicherlich nicht die größte Aussagekraft. Vor allen Dingen muss man aktuell natürlich auch aufpassen bei Gaps. Wir haben jetzt April, Dividendensaison ist im Gange. Das heißt, da können natürlich durchaus immer wieder Kurslücken auftreten, dadurch, dass eben Dividenden ausgeschüttet werden. Hier sehen wir es beispielsweise auch bei der Daimler. Die Daimler hat heute eine Dividende von 3,25 Euro ausgeschüttet. Das heißt, hier wird dann natürlich auch der Kurs mindestens mal, oder schauen wir mal, ob es mindestens ist, aber ungefähr 3,25 Euro tiefer eröffnen. Kann natürlich sein, dass so viel Nachfrage da ist, dass entsprechend so eine Kurslücke auch schnell wieder geschlossen wird, die durch Dividenden auftritt. Aber grundsätzlich, wenn man einfach mal von dem gleichen Angebot und der gleichen Nachfrage ausgeht, würde der Kurs in der Theorie um 3,25 € tiefer eröffnen. Das sind also die Up- und Down-Gaps, die es dann auch gibt, die einfache Signale dann darstellen. Und wie gesagt, hier bei der Daimler war es zum Beispiel eine Dividende. Bei der Osram weiß ich jetzt nicht genau, aber da muss man natürlich in der heutigen Zeit genau drauf achten. Dann kommen wir noch zu den Candlestick-Signalen. Da haben wir einen Hammer und einen Shooting Star. Was ist damit gemeint? Schauen wir einfach mal bei der Eventim darauf. Ein Hammer, der hier ausgebildet wurde. Jetzt muss ich das Ganze mal kurz löschen, damit wir das besser sehen. Und hier ist so eine Art Hammer ausgebildet worden am gestrigen Tag. Eigentlich ein Doji, aber sicherlich auch als Hammer interpretierbar. Was ist ein Hammer? Ein idealtypischer Hammer ist, das male ich hier gerade mal auf. Wir haben einen Kursverlauf, wir haben hier unten das Tief. Wenn wir hier bei den Kerzencharts sind, wir haben hier einen Kerzenkörper, also Eröffnung und Schluss. Dabei ist es erstmal egal, ob es sich hier um einen positiven oder negativen Tag handelt, also ob die Kerze in dem Falle grün oder rot ist.
Und gegebenenfalls haben wir hier noch einen kleinen Docht, also einen Hochkurs, der etwas über dem Eröffnungs- oder Schlusskurs ist. Und es gibt so eine Faustregel, die Lunte hier unten bei einem Hammer, also die Differenz zwischen dem Eröffnungs- bzw. Schlusskurs und dem Tiefstkurs, muss mindestens doppelt so groß sein wie der Kerzenkörper. Und dann hat man einen Hammer. Und daher ist dann halt ein Doji irgendwo auch als Hammer zu betrachten, so wie wir ihn eben hier gesehen haben. Und dann wird hier auch drauf geschaut, was passiert am nächsten Tag. Eröffnen wir über dem Hoch von dem gestrigen Tag, als der Hammer aufgetreten ist, und es ist passiert in dem Falle. Und da hat man dann eine Möglichkeit, dass wir ein Reversal sehen. Das heißt, so ein Hammer, Candlestick, Steve Neeson hat das ja näher gebracht. Darauf sollte man nicht unbedingt achten, wenn wir hier hochlaufen und hochlaufen oder wenn das irgendwo am Top stattfindet, sondern eher, wenn wir runtergelaufen sind und das dann eben eine Umkehr zumindest für die nächsten 2, 3 Tage einläuten kann. Ist natürlich nicht immer der Fall, das ist natürlich auch ganz klar, aber gibt dann natürlich auch eine zusätzliche Information, die man sich da nicht entgehen lassen sollte. Gerade wenn man dann irgendwo Aktien beobachtet, bei denen man vielleicht antizyklisch vorgehen möchte. Neben dem Hammer gibt es auch einen Shooting Star. Und da schaue ich doch gerade mal kurz, dass wir nur einen solchen Shooting Star uns anzeigen. Damit wir da nicht lange suchen müssen. Und ich wähle jetzt nochmal das Template aus. Da sehen wir, heute gab es keinen Shooting Star. Dann gehe ich mal weiter in die Vergangenheit, mal eine Woche zurückblickend. Und wir hatten am 5.4. bei der Xing einen Shooting Star. Und das ist genau andersrum als so ein Hammer. Und wie gesagt, da muss man genau darauf aufpassen, wo das passiert. Beim Hammer sollte es passieren, wenn wir eben einen Kursabschwung gehabt haben. Bei einem Shooting Star genau umgekehrt, wenn wir einen Kursaufschwung gehabt haben. Also das sieht dann eigentlich genau andersrum aus. Da haben wir einen langen Docht, also einen Hochkurs, der sich irgendwo befunden hat, weit über dem Eröffnungs- bzw. Schlusskurs, und da kann der Körper auch beides sein, entweder grün oder rot. Und genau die gleichen Voraussetzungen wie beim Hammer. Das heißt, der Körper doppelt so groß wie entsprechend in dem Falle der Abstand von Öffnung oder Schluss und dem Hochpunkt. Und dann wird eben auch am nächsten Tag getrackt, sind wir hier runtergelaufen, haben wir hier noch eine Bestätigung mit dabei gehabt, haben wir hier auch gesehen, aber hier sieht man, bei der Xing gab es eben die Kursdynamik, die dann weiter nach oben geführt hat. Und das ist eben auch ein wichtiger Hinweis, der heute auch zum Glück mit dabei ist. Sowas klappt nicht immer, solche Signale. Und von daher immer wieder gut absichern mit einem Stop-Loss, der nicht zu weit weg sein sollte, damit man hier kleine Verluste macht, wenn dann eben ein Fehlsignal auftritt. Und da können Sie eben genau das suchen, was bei Ihnen oder für Ihr Trading eben passt. Wenn Sie eben auf solche Candlestick-Signale achten, ein Shooting Star oder ein Hammer, dann zeigen Sie sich das einfach oder lassen Sie sich das einfach anzeigen. Hier haben wir das Ganze bei einer SMA Solar gehabt. Hier hat es besser geklappt, zumindest als bei der Xing. Hier sind wir dann auch runtergelaufen. Wir sind nicht über das Hoch wieder zurückgelaufen über dem Shooting Star, und das ist dann eben auch so ein Niveau, wo man sich zum Beispiel absichern kann, wenn man so einem Signal folgt. Übrigens können Sie sich solche Signale auch anzeigen lassen über diese Scans im Chart. Hier sehen wir Hammer und Shooting Star und auch noch andere Pattern, die wir hier als Candlestick-Pattern haben, Bullish Harami beispielsweise oder ein Bullish Engulfing-Pattern, wenn Sie sich das anzeigen lassen wollen,
einfach hier draufklicken, je nachdem, was Sie da haben möchten. Hier sehen wir jetzt zumindest in der jüngeren Vergangenheit keinen Bullish Engulfing. Und dann haben Sie noch ein Zahnradsymbol mit dabei. Da können Sie auch noch Einstellungen treffen. Ich habe ja vorhin gesagt, bei einem Hammer kann beides vorkommen. Grüne und rote Kerzen oder weiß und schwarz, je nachdem. Und das können Sie auch noch definieren, wenn Sie sagen, bei einem Hammer, nee, da möchte ich nur haben, dass der Öffnungskurs über dem Schlusskurs ist oder umgekehrt, dass der Schlusskurs über dem Eröffnungskurs ist, dann sagen Sie eine weiße Kerze. Wenn Sie sagen, nee, der Eröffnungskurs soll doch drüber sein, dann nehmen Sie eine schwarze bzw. eine rote Kerze, die nur angezeigt werden soll. Und so sieben Sie dann auch das ein oder andere Signal aus. Sie können ja auch noch andere Dinge treffen, Entscheidungen treffen, zum Beispiel, wie groß soll denn der Körper sein? Hier ist zum Beispiel eine Voreinstellung, der Körper soll nur von der gesamten Range, die sich ausgebildet hat, also der Kursspanne des Tages, soll nur 10% betragen. Und von daher können Sie hier auch viele Einstellungen treffen, genauso wie Sie das hier haben möchten. Und dann wird es hier im Chart angezeigt und Sie können sich das Ganze hier anschauen. Aber zu diesen Candlestick-Signalen kommen wir auch noch in einem weiteren Webinar hierzu, zu den Strategiesignalen und von da beziehungsweise zu der Strategiebesprechung. Und das ist dann eben auch noch ein webinarfüllendes Thema, wenn wir uns hier den ganzen Signalen hier widmen. Die einfachen Signale haben wir damit dann abgearbeitet, denn das waren jetzt Signale auch beim Hammer und beim Shooting Star, die nur eine Kerze betreffen. Bei den anderen Candlesticks, die wir hier haben, sind es meistens zwei oder sogar drei, die da genutzt werden müssen an Kerzen. Und von daher schauen wir uns die zu einem späteren Zeitpunkt an.